Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos die Solid Principles of Object-Oriented Design angeschaut und ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was denn mit unserem Code passiert, wenn wir diese Prinzipien anwenden. Das erste, was natürlich auffällt, viele Prinzipien haben mit Abstraktionen zu tun und dass wir versuchen, gegen Abstraktionen zu programmieren, anstatt gegen konkrete Implementierungen. Und das heißt natürlich erstmal, dass die Anzahl der Abstraktionen und die Anzahl der Klassen steigt, die wir bekommen. Also wir versuchen eben durch das SRP und das ISP sehr feingranular zu modellieren. Das heißt, unsere Klassen erfüllen genau einen Zweck. Und wenn ich eine andere Klasse einsetzen möchte, dann spreche ich diese eben über eine Abstraktion an, die genau auf die Situation des Clients zugeschnitten ist. Dann haben wir eben auch gesehen, dass SRP sorgt dafür, dass die Klassen deutlich kürzer werden. Und damit man mal hier eben eine Hausnummer hat, ich selbst habe ganz selten Klassen, die mehr als 100 Zeilen haben. Es kommt ab und zu vor, aber ich würde jetzt mal wirklich sagen, mehr als 95% meiner Klassen haben weniger als 100 Zeilen Code. Was wir auch gesehen haben, wenn wir gegen Abstraktionen programmieren, dann kriegen wir eben irgendwie die Notwendigkeit zusammen, okay, wir müssen Dependency Injection machen, damit wir eben die Abhängigkeiten zu anderen Objekten, die wir ja bloß über Abstraktionen ansprechen, auflösen können. Und genau das machen wir eben in einem Composition Root. Da erstellen wir eben alle Objekte, die wir für den Ablauf unserer Applikation benötigen. Und dann wird eben auch noch die Abhängigkeiten zwischen diesen Objekten aufgelöst. Das heißt, wenn wir eben einen Writer haben und diese Implementierung braucht einen Streamreader, dann müssen wir vorher ein Streamreader-Objekt erstellen auf die entsprechende Datei und dann dieser iWriter-Implementierung mit in den Konstruktor übergeben. Das ist ja das vorherrschende Prinzip, was man anwenden sollte. Constructor Injection, damit man bei der Erstellung eines Objekts schon sofort sieht, welche Abhängigkeiten dieses Objekt hat. Wir setzen sehr viel auf Polymorphie, wenn wir die Solid Principles anwenden. Einerseits, um eben dem Open-Close-Principle Genüge zu tun und andererseits, damit eben unser Client-Code nicht hart strukturiert, wie bestimmte Abläufe zu funktionieren haben. Im Prinzip sorgt das eben dafür, dass wir, also sobald wir gegen Interfaces programmieren, haben wir eigentlich mehr oder weniger Polymorphie mit im Spiel, denn wir rufen ja eine Methode auf dem Interface auf und dieser Aufruf landet letztendlich in einer tatsächlichen Implementierung. Also sie werden sehr, sehr viel für sehr, sehr viele polymorphe Aufrufe in ihrem Programmcode haben als vorher. Und der Punkt ist eben, Polymorphie ist der Grundsatz, mit dem wir unseren Code flexibel machen können. Was Sie auch sehen werden, ist, dass Ihre Klassen eben kleiner geschnitten sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Klasse wiederverwenden können, beispielsweise indem Sie dann sagen, okay, das brauche ich in einem anderen Projekt, ich schiebe diese Klasse jetzt in meine Bibliothek/Framework, das werden Sie sehr viel öfter sehen, als wenn Sie diese Prinzipien nicht sozusagen anwenden. Und was wir auch sehen, wenn wir gegen Abstraktionen programmieren, ist unser Code leichter testbar. Und dazu werden wir auch in einem späteren Video nochmal genauere Informationen bekommen. Wichtig ist, diese Solid-Prinzipien sind keine in Stein gemeißelten sozusagen Gebote, die man befolgen muss. Man muss trotzdem immer noch abwägen, macht das in meinem konkreten Fall gerade wirklich Sinn, nach diesen Solid-Prinzipien zu programmieren. Es kann durchaus sein, dass es Fälle gibt, in denen wir eben davon abweichen sollten. Beispielsweise, wenn wir Code optimieren müssen. Aufrufe über Interfaces sind natürlich etwas langsamer als Standardaufrufe, die wir direkt an eine andere Funktion ketten. Und der Compiler sozusagen schon den Aufruf verlinkt beim Erstellvorgang.
Wie gesagt, dann sind Sie aber in einem bestimmten Bereich, vielleicht High Computing oder Sie haben bestimmte Echtzeitanforderungen. Das sind so jetzt die üblichen Sachen, die mir einfallen würden. Da kann man eben dann überlegen, ob man in bestimmten Situationen von diesen Prinzipien ablässt. Grundsätzlich würde ich Ihnen aber empfehlen, nutzen Sie diese Solid Principles mal so als Guideline, um standardmäßig Sachen zu implementieren. Sie bekommen dann meistens noch schnell genug das Feedback, okay, dieses Code-Stück ist jetzt zu langsam und wir müssen irgendwie eine halbwegs Echtzeitanforderung erfüllen und deswegen können wir jetzt eben ab diesem Interface wirklich hart gekoppelten Code beispielsweise schreiben, der alles in einer Funktion steht. Genau das kann man machen, aber das heißt nicht, dass Sie dann für Ihr komplettes Projekt die Solid-Prinzipien über den Haufen werfen sollten. Ich kann vielleicht auch noch ein bisschen aus meinem Nähkästchen erzählen. Also ich habe diese Solid Principles auch, also wie lange habe ich die jetzt ungefähr auf dem Schirm? Seit 2012. Und jetzt ist gerade Mitte 2014. Also seit 2012 arbeite ich mich langsam an die heran. Und ich kann aus meiner Erfahrung bloß sagen, mein Code ist deutlich besser strukturiert als vorher. Weil vorher hatte ich, also ich hatte, als ich angefangen habe zu programmieren, hatte ich Klassen zwischen 800 bis 2000 Zeilen Code, also ganz typisch mal SRP nicht befolgt, einfach bloß, okay, ich brauche hier einen Buttonhändler, dann schreibe ich jetzt in diesen Buttonhändler sofort rein, was da alles passieren soll. Separation of Concerns, SRP und so weiter, diese ganzen Prinzipien habe ich da natürlich noch nicht beachtet. Und es ist dann sehr oft vorgekommen, dass der Code bei mir so komplex geworden ist, dass ich entnervt aufgegeben habe, den Code komplett weggeschmissen habe und dann gesagt, okay, bei der nächsten Implementierung mache ich alles besser und die ist es dann. Und das habe ich so oft gemacht, das war dann eben nicht mehr feierlich. Und irgendwann kommt man dann eben auch mal durch Gespräche mit anderen Entwicklern und durch Lesen von Fachliteratur mal auf diesen Drill, dass die Solid Principles ja gar nicht so schlecht sind. Und bei mir kommen diese Situationen, dass ich zu große Klassen habe, dass ich Code häufig wegschmeiße, bloß weil er mir zu komplex ist und dass er zu imperformant ist und dass die Objekte schlecht geschnitten sind, dass man sehr viel Code vielleicht in zwei Klassen braucht, die irgendwie absichern, dass diese beiden in Kombination funktionieren. Genau das ist eben durch diese Solid-Prinzipien weggegangen. Nicht nur, aber sie sind eben mit ein Bestandteil von Prinzipien, die man in der Objektorientierung befolgen sollte, damit man relativ viel Spaß mit seinem Code hat und nicht nach dem Schreiben des Codes ungefähr sofort wieder auf der Legacy-Ebene ist. Ja, der Code ist jetzt nicht so gut, den schmeißen wir mal lieber weg und machen es nochmal neu. Aber wie gesagt, es ist keine Allgemeinlösung. Und wenn Sie sehr kleine Objekte haben, Projekte haben, dann würde ich Ihnen die Solid Principles auch nicht empfehlen. Also wenn Sie bloß mal schnell eine Applikation, die an einem Tag fertig sein soll, implementieren wollen, Sie können sie anwenden, aber wahrscheinlich wird das Projekt dann erstmal schwieriger, als es sein müsste, weil eben durch die Level der Indirektion, das starke Programmieren über Abstraktionen und Objekte klein machen, das sorgt natürlich erstmal dafür, dass für sehr kleine Projekte die Struktur erstmal komplizierter wird. Also die Solid Principles kriegen erst ab mittelgroßen bis sehr großen Projekten meines Erachtens ihren wahren Wert. Aber es ist ja eher so, dass Software sozusagen größer wird und nicht schrumpft und dass wir flexibel sein müssen im Programmieralltag, weil plötzlich nachmittags um 3 die Anforderung reinkommt, hey, kannst du innerhalb von 2 Tagen bitte hier bei diesem Kunden alleine diese hier eine bestimmte Funktion ausführen, bei den anderen aber bitte nicht. Und die Solid Principles legen eben ein gutes Fundament auf Basis von Polymorphie hauptsächlich, dass wir solche Änderungen flexibel anpassen können, ohne dass wir da wirklich Bauchschmerzen bekommen, wenn wir unseren Code umstrukturieren. Ja, damit bin ich am Ende für die Solid Principles, meines Erachtens eigentlich die Prinzipien, die jeder objektorientierte Programmierer kennen muss. Die müssen einfach mit ins Handwerkszeug rein.
egal ob man sie jetzt für manche Situationen ignoriert oder nicht, aber ich sag mal für 90-95% der Applikationen oder der Funktionalität, die sie für Applikationen objektorientiert schreiben, sind diese Solid Principles einfach Gold wert. Das heißt nicht, dass man selbst nicht denken muss, aber man hat zumindest schon mal eine Guideline, wie man ungefähr seinen Code strukturieren kann, wenn man verschiedene Funktionalität implementiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns im nächsten Video dann mit einem komplett anderen Thema beschäftigen, der objektorientierten Analyse. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.